Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Neuauflage von Antworten auf Ausbildungsfragen ist erschienen. In dem 16-seitigen Ratgeber werden viele Aspekte thematisiert, die junge Leute darüber informieren, was auf sie bei der Ausbildung rechtlich zukommt. Auch was es beim Ausbildungsvertrag zu beachten gilt, wird gut verständlich vermittelt. Damit werden Fragen über Rechte und Pflichten während der Ausbildung oder auch Erwartungen seitens des Betriebs komprimiert beantwortet. Das Informationsheft kann während der gesamten Ausbildungszeit als Nachschlagewerk genutzt werden. Wer den Ratgeber erhalten möchte, kann sich via Telefon an den Infoservice der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern unter der eingeblendeten Nummer richten. In einem Festakt im Neubrandenburger Haus der Kultur und Bildung zeichnete die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern 51 Unternehmen der Region als Top-Ausbildungsbetrieb aus. Über die Vergabe des Titels entschied eine unabhängige Jury. Drei Unternehmen konnten bereits zum 11. Mal in Folge und damit jährlich seit Bestehen dieser Auszeichnung geehrt werden. In unseren herausfordernden Zeiten mit rasanten Veränderungen sorgten die Top-Ausbildungsbetriebe dafür, dass die duale Ausbildung sich als flexibles und zukunftsorientiertes Instrument erweise, würdigte IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank Engagement und Verdienst der geehrten Unternehmen rund um die Ausbildung junger Menschen und die Sicherung von dringend benötigtem Fachkräftenachwuchs. Zusammen mit dem Wirtschaftsminister des Landes Reinhard Mayer und IHK-Vizepräsident Frank Benischke wurden die 51 Unternehmen ausgezeichnet. Auch das Usedom Palace Hotel der Pridom Grundbesitz GmbH gehört zu den Preisträgern. Hier sieht man eine ausgezeichnete Ausbildung auch als ein werbendes Aushängeschild auf der Suche nach Fachkräften von morgen. Ich denke, wir haben drei wichtige Punkte, die uns auszeichnen. Einmal natürlich, jeder Azubi wird geachtet, wird geschätzt und wird gleich als Teammitglied integriert in unser Unternehmen. Der zweite wichtige Punkt ist, wir lieben das Ausbilden, also wir bilden gerne junge Menschen aus. Wir freuen uns, junge Menschen zu Persönlichkeiten heranwachsen zu sehen in unseren Unternehmen. Und die engagierten Ausbilder, die ich bei mir in jeder Abteilung im Unternehmen habe, die täglich dafür sorgen, die Ausbildung für unsere Azubis zu einem Erlebnis zu machen. Seit mehreren Wochen bietet die IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern immer donnerstags ab 14 Uhr Webinare zur Fachkräftegewinnung, Sicherung und Entwicklung an. Diese Reihe findet nun am 7. Juli ihren Abschluss. Auch in dieser Folge werden kurz und prägnant Wissen sowie praktische Tipps virtuell erörtert, wie Unternehmen dem Fachkräftemangel angemessen begegnen können. Der Titel des Webinars am 7. lautet: Durch interessante Benefits Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und binden. Olaf Schinner von der SEB Steuerberatung Neubrandenburg wird eine Vielzahl von Möglichkeiten vorstellen, wie Unternehmen mit der Zusatzleistung bei potenziellen und jahrelangen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern punkten können. Die Veranstaltung dauert etwa eine Stunde. Im Anschluss gibt es dann noch die Möglichkeit zum Austausch. Interessierte können sich auf der Internetseite der IHK Neubrandenburg ihre Teilnahme sichern. Über den Button "Jetzt anmelden" geht dies ganz einfach und schnell. Die Preisträgerinnen und Preisträger des Ruferwettbewerbs 2022 stehen fest. Im Vorfeld hatten sich Journalistinnen und Journalisten mit 61 Einreichungen bei den IHKs in Mecklenburg-Vorpommern beworben. Darunter befinden sich 18 Print-, 29 Fernseh-, 5 Hörfunk- und 9 Online-Beiträge. Mit dem Preis fördern die Industrie- und Handelskammern in Rostock, Neubrandenburg und Schwerin anspruchsvollen, differenzierten und verantwortungsvollen Wirtschaftsjournalismus. Darüber hinaus soll in der Öffentlichkeit mit der Berichterstattung ein realistisches Bild von Unternehmen geboten werden. Gleichzeitig fördert der Preis den Austausch zwischen Medien und der Wirtschaft. Neben den Preisgeldern von bis zu 2000 Euro erhalten alle Gewinnerinnen und Gewinner eine etwa 30 cm hohe Bronzeskulptur, den Rufer, die von der Künstlerin Dorothea Maroske geschaffen wurde. Die Auszeichnung findet am 29. August in Schwerin statt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, leider sind wir auch schon am Ende der aktuellen Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV angelangt. Ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich, wenn Sie auch am 29. Juli zur nächsten Ausgabe von Faktor Wirtschaft TV wieder einschalten.